Finale, Bastelzeit. Und diesmal wollen wir mal wieder ein bisschen zurück zu Grundlagen und wie man das dann wieder übertreiben lassen kann. Denn, naja, im letzten Video, da hatte ich ja eine relativ simple Sache gemacht, nämlich Lasten geschaltet mit einem Mikrocontroller. Naja, ich habe also einen ESP8266 geholt, einen entsprechenden FET und das Ganze dann per Hand verdrahtet. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Also gucken wir uns mal an, wie man das Ganze einfacher machen kann. Denn ich habe dann mal einfach mir die Freiheit geholt und habe das als Platine hier mir fertig machen lassen. Von den üblichen Quellen kann man die ja relativ günstig bestellen. Und irgendwo hatte ich da auch noch eine lose. Nehmen wir die. Die haben wir schon ausgepackt. Ich war ungeduldig. Im Prinzip, was wir hier haben, ist eine Huckepack-Platine. Die hat mehrere Footprints, also mehrere Sachen, die man machen kann. Wir haben einmal hier den äußeren, da passt so ein ESP8266 drauf. Und der innere, da passt so ein Arduino Pro Mini, heißen sie, glaube ich, drauf. Die kann man entsprechend hier drauf stecken. Geht natürlich besser, wenn das Ganze fertig gelötet ist. Und was wir hier drauf haben, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ja, offensichtlich 7. MOSFETs, die Ausgänge bereitstellen und ich glaube 6 oder 7 auch, ja, 7 Stück, 7 Eingänge. Das Ganze hier fertig halt auf der Platine, sodass ich da nicht jedes Mal rumfuhrwerken muss. Der Aufbau ist sehr einfach gehalten, ein MOSFET anschließen oder so ist ja kein großes Ding. Fangen wir aber mal mit den Eingängen an. Die Eingänge, die kommen hier einfach rein, gehen über einen Widerstand. Da kann man einen beliebigen Wert einsetzen. Ich würde so ein paar Kiloohm empfehlen. Damit verhindern wir, dass, wenn von draußen irgendeine böse Spannung kommt, direkt der Mikrocontroller brutzelt und alles hinten dran. Meistens, wenn da ein guter Widerstand, ein hoher Widerstandswert ist, kann der Mikrocontroller das intern irgendwie noch ableiten und es geht nicht direkt alles kaputt. Ihr seht eventuell auch noch zwei JPs hier hinten. Das sind Lötverbindungen. Die sind für den ESP8266. Der hier, der hat nicht genügend Pins, um alles zu versorgen. Deswegen kann man die hier auswählen, was man haben will. Muss ich gleich mal nachgucken, was da ausgewählt ist. Ich glaube, standardmäßig stehen die auf Eingang hier. Die kann man dann für den ESP durch ein bisschen Schneiden und Umlöten auf Ausgang umstellen. So, also Eingänge sollte klar sein. Einfach über den Widerstand auf den entsprechenden Pin. Und damit ist die Sache gegessen. Bei den Ausgängen haben wir erstmal hier diese kleinen MOSFETs. Das sind, wo sind sie? Diese hier. Solche kleinen SOT23 oder was ist das? Ich glaube SOT23 müsste das sein. In dem Fall ist es der SI2302DS. Das ist ein N-Channel-MOSFET. Angeblich kann er 2,8 Ampere, maximal 20 Volt und RDS-On von 85 Milliohm. Das ist mit Sicherheit nicht der schönste MOSFET, aber es ist mit einer der günstigsten in der Leistungsklasse. Die 2,8 Ampere sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn wir mit der Spannung höher gehen. Da werden die doch schnell sehr warm und kommen außerhalb der Spezifikation bei der Temperatur. Aber es ist, denke ich, ein ganz guter Mittelwert. Also so einen kleinen LED-Streifen kann man damit locker schalten. Das sollte funktionieren. Die sitzen entsprechend hier, verbinden dann entsprechend einen von den Ausgängen hier mit Ground. Und am Gate, da sitzt der Widerstand. Wofür der ist, das gucken wir uns dann gleich noch an. Der ist nämlich, ja, je nachdem, wie man fragt, entweder total unwichtig oder total wichtig. Ansonsten ist hier eigentlich auch gar nichts mehr drauf. Wir haben an der Seite, wie ihr gesehen habt, die Anschlüsse. Was die angeht, nun, da habe ich gefailt, denn irgendwie passt gar nichts von dem, was ich habe. Irgendwo ein falsches Footprint erwischt, muss ich nochmal neu machen. Eigentlich war geplant, den Pinabstand so zu machen, dass sowohl diese hier reinpassen können, das sind solche gelöteten Schraubklemmen, oder auch selben Pinabstand sowas hier, das sind Schraubsteckklemmen. Da wird hier dieser Teil festgelötet und dann hat man diesen Schraubblock einzeln, der wird dann hier entsprechend nach innen gesteckt, rastet dann ein. Das ist gerade an engen Stellen ganz praktisch, weil man dann entsprechend den rausziehen kann in Ruhe, da wo man draußen ist, die Leitungen anschließen kann, dann später nur noch an das Board irgendwo, was in der Ecke ist, einsteckt. Und damit hat sich die Sache dann erledigt. Und wenn man es richtig einsteckt und nicht schief, dann passt das natürlich auch deutlich besser, rastet ein und sollte so schnell auch nicht mehr rauskommen. Ja, jetzt ist er drin.
Dummerweise habe ich, wie gesagt, das falsche Footprint geholt. Wenn wir gucken, der Pin-Abstand ist falsch. Nee, doof. Node MCU. Ich habe mir einfach einen ESP8266 aus dem Internet besorgt. Und wie wir hier sehen, wenn ich den hier außen anlege, ja, meine sind irgendwie schmäler als der Node MCU, den ich mir da runtergeladen habe in der Library. Nicht aufgepasst, ein kleines Stückchen dicker. Das heißt, ich kann den hier nicht auf die Platine setzen. Yay, toll. Ich habe aber Glück, denn die fast alle Pins, die ich hier auf dem Node MCU benutze, sind auf einer Seite. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall nur die eine Seite einstecken und müsste trotzdem das Ding hier betreiben können. Das Einzige, was ich dann verliere, ist der VIN-Pin. Der ist auf der anderen Seite, aber nee, nicht ganz so tragisch. Ja, gerade noch zum Aufbau. Ich habe hier das Board mehr oder weniger offen. Das hier ist jetzt eine neuere Revision, da sind ein paar Fehler korrigiert. Wir haben, wie gesagt, die 7 Eingänge hier oben. Und hier unten die 7 Ausgänge. Außerdem haben wir noch ein VCC und ein Ground auch zum Schrauben, sodass darüber dann auch die Stromversorgung laufen kann. Da zu wenig Pins da sind, sind 2 Anschlüsse optional. Das heißt, wir können hier über Lötjumper sagen, okay, entweder Eingang oder Ausgang. Wir können also nicht alle 7 Ein- und 7 Ausgänge gleichzeitig nutzen. Das Ganze ist ziemlich chaotisch und eher so ein Schnellschuss, also wenn man da den Schaltplan etwas umsortiert, da kann man sich wahrscheinlich sehr viel gerade hier von diesen Gate-Gedönse sparen, die auf sinnvollere GPIOs zu lenken. Kann da mit Sicherheit helfen. Ich habe auch jede Menge Sachen weggelassen, die man eigentlich reinmachen könnte. Zum Beispiel gibt es keine Widerstände an den Gates von den MOSFETs. Das heißt dann natürlich, dass die gegebenenfalls da floating sind. Das kann zum Problem werden, wenn der Mikrocontroller aussteigt. Ich habe es absichtlich weggelassen, möchte möglichst wenig löten. Und außerdem muss man ja auch teilweise aufpassen, weil gerade beim ESP8266 beim Boot die Pins nicht in falsche Richtung gezogen werden dürfen. Für meine Zwecke ist das ausreichend, wenn ihr was braucht, was da zuverlässiger klappt. Quellen sind verlinkt, könnt ihr euch also noch passend anpassen. Natürlich auch noch zum Beispiel solche Sachen wie zusätzliche Kondensatoren, um da irgendwas aufzufangen. Für mich reicht's. Na gut, in jedem Design hat man irgendwo Fehler drin und es muss eine neue Revision geben, aber im Zweifelsfall kann man natürlich auch festlöten. Ja, gehen wir gerade noch darauf ein, was ist mit diesem Widerstand hier, wo ich gesagt habe, der am Gate, zwischen Gate und Mikrocontroller hängt, was es damit auf sich hat. Nun ja, so ein MOSFET, wenn wir da uns das Gate angucken, dann kennen wir das ja, wir müssen Strom oder Spannung eher gesagt draufgeben und der schaltet an. Und wir müssen die Spannung wieder wegholen, dann schaltet das Ganze ab. Das Problem ist, na, das Gate von diesen FETs, das verhält sich für die Schaltung hinten dran quasi wie ein Kondensator. Das heißt also, wir können im Prinzip sagen, okay, das ist uns egal, aber wir haben hier einen Kondensator, den wir an- und ausschalten wollen. Problem an der Sache, naja, so ein Kondensator hat eine ziemlich unangenehme Eigenschaft für uns. Wenn der nämlich leer ist und wir Spannung draufgeben, dann holt er erstmal so viel Strom wie geht. Joa, muss ja erstmal laden, ne? Problem an der Sache, naja, so ein Mikrocontroller, der kann meistens nur ein bisschen Strom abgeben. Im Falle von den Arduinos, da reden wir von, ja, offiziell 20 mA, inoffiziell halten sie auch 40 aus. Bei den ESP8266ern, da sind es 12 mA, die wir dürfen. Und mal so rein überschlagen, 12 oder 20 mA, ja, ich glaube, das ist weniger als so viel wie geht. Und deswegen dieser Widerstand, der begrenzt den Strom, der zwischen Mikrocontroller und Gate fließen kann. Was die Werte angeht, na, für einen ESP8266 mit 3,3 Volt würde ich sagen 330 Ohm ist ein Standardwert, dann sind wir so bei 10 mA. Bei denen hier, na, wenn wir auf 40 mA gehen wollen oder 33, sind es dann mit 150 Ohm oder mit 270 Ohm kommen wir auf 18 mA und sind damit unter dem, was der so kann. Jetzt habe ich aber ja schon gesagt, es gibt durchaus Leute, die sagen, braucht man nicht. Ist wahrscheinlich in der Praxis auch richtig, denn wir reden hier von einem sehr kleinen Kondensator, den hier so ein Gate hat. Da reden wir meistens so von Picofarad, eventuell Nanofarad. Und entsprechend ist diese Zeit, wo wir wirklich sehr hohe Ströme ziehen, sehr kurz. Und naja, die interne Schaltung von so einem Mikrocontroller hält das üblicherweise aus, auch wenn wir da direkt rangehen. Trotzdem, beim normalen Betrieb kann man hier so einen Widerstand reinmachen.
kann relativ sicher sagen, dass das nicht irgendwie dadurch kaputt gehen sollte. Hat natürlich auch Nachteile, je größer dieser Widerstand ist zwischen dem Mikrocontroller und dem Gate. Naja, Widerstand heißt, der Kondensator lädt langsamer auf, heißt die Spannung steigt langsamer, heißt der hier fährt zeitweise mal kurz im Linearbetrieb. Und das ist relativ ungünstig, weil das heißt, der verheizt dann Zeugs in Hitze. Das macht sich besonders dann bemerkbar, wenn wir irgendwie hohe PWM-Frequenzen fahren, häufig an- und ausschalten, denn bei jedem An- und Ausschalten geht er durch diesen Linearbereich durch, erhitzt sich immer mehr und ja, bei den Frequenzen, die wir hier fahren, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, der ESP, der liegt irgendwie so bei einem Kilohertz oder sowas. Das sollte eigentlich okay sein mit den Widerstandswerten, die ich hier ausgewählt habe. Na gut, ich würde mal sagen, ich fange mal an, das Ganze zusammenzubauen und dann gucken wir gleich mal, ob das funktioniert. Achso, eine schöne Sache noch, was ich so ein bisschen berücksichtigt hatte. Ihr kennt ja eventuell meine CAN-Controller, die ich mal gebastelt hatte. Die kann man ja so huckepack auf den hier stecken, irgendwie so. Und das funktioniert dann trotzdem. Jetzt kann man dieses Huckepack-Ding hier reinstecken und hat dann quasi Huckepack oder so. Ne. Funktioniert auf jeden Fall irgendwie, sodass man die da nebeneinander machen kann. Also fangen wir mal an, das Ganze zusammenzubauen. Erstmal hier die Eingänge. Ich habe jetzt aber keine größere Menge da, deswegen mache ich erstmal das, was ich da habe. Habe hier noch so eine Rolle 10K. Die habe ich hier auf solchen schönen gedruckten Haltern inzwischen. Das heißt, ich brauche nur noch ziehen und dann fallen die passend. Da ist er schon raus. Das ist ganz praktisch. Und ja, ich werde für die Eingänge hier 10 Kilo Ohm machen. Bei denen hier ist es nicht ganz so kritisch. Und wie ich das mache, kann man natürlich anders machen. Ich gehe hin und mache hier jeweils Flux erstmal auf die Pads. Das benutze ich, um entsprechend die unten zu halten, die Bauteile, sodass sie mir nicht wegfliegen. Muss jetzt natürlich Vorder- und Rückseite separat machen. Beide gleichzeitig ist eher doof. Dann setze ich hier die Bauteile ein. Versuche in meinem Fall sogar die Richtung da zu beachten. Wenn wir jetzt gucken, durch das Flux, weil das relativ ja, gut hält, weil das zähflüssig ist, das Ding bleibt an Ort und Stelle und fällt nicht weg. So, dann machen wir das erstmal drauf. Und dann mache ich mich mal gleich auf die Suche nach meiner Lötpaste. Die sehe ich nämlich gerade gar nicht. Und dann lassen wir Heißluft drüber laufen. Okay, alles drauf. Dann wechsle ich mal bei meiner kleinen Spritzpistole hier auf Lötzinn, Lötpaste. Als Lötpaste habe ich hier solche Mechanic, heißt die Firma. Ist jetzt somit das günstigste, was man bekommen kann. Ist bleihaltige Lötpaste, also nee, sollte funktionieren. Erstmal hier auf Spannung bringen. Dann schauen wir einfach mal, die können wir mal auf Seite tun, ob wir jetzt hier Lötpaste rauskriegen. Die Nase ist relativ dick. Das sieht nicht so aus, ob das freiwillig will. Ja, doch, da kommt ein bisschen was raus. Ja, bisschen viel. Ich glaube, ich hole doch meinen Lötkolben, denn das hier ist definitiv zu zähflüssig. Ich habe die Befürchtung, die ist ein bisschen kalt. Ein bisschen aufwärmen lassen. Eventuell für die andere Seite. Ja, das hier gibt wohl keinen. Das, was ich hier habe, das werde ich dann jetzt mal irgendwie in mehrere Teile teilen. Entsprechend hier versuchen, auf die Pads zu bekommen. Normalerweise macht man das auch vorher auf die Pads. Ich dachte, das würde hier so besser gehen. Offensichtlich sollte ich weniger denken. Und offensichtlich sollte ich mal meine Lichtsteuerung reparieren. Ich habe da leider so ein paar Probleme mit einer Netzwerkstrecke und ja, ich hatte mal im Controller hier gesagt, wenn du kein Netzwerk hast, dann mach mal bitte Neustart, was dann gleichzeitig heißt, geh mal bitte aus. Eventuell jetzt nicht so die schlauste Idee gewesen. Ja, speaking of unschlaue Ideen, wie gut ist es, eine Plastiktube mit Lötzinn direkt mit der Heißluftpistole von außen zu beschicken. Wahrscheinlich bescheuert, aber meh. Holen wir einfach mal hier 100 Grad und versuchen das irgendwie
ein bisschen aufzuwärmen hier. Die Sache ist halt, je wärmer das Zeug ist, desto besser fließt es, aber auch desto kürzer hält es. Die hier, die muss gelagert werden bei unter 10 Grad, also im Kühlschrank vorzugsweise oder irgendwas in die Richtung. Wichtig natürlich aufpassen, bleihaltig und so, vorzugsweise nicht mit Lebensmitteln. Und die fängt dann an zu schmelzen bei, hier steht was von 183 Grad. Das Problem ist halt immer bei so Lötpaste, die hat eine relativ beschränkte Haltbarkeit. Das kann jetzt auch durchaus sein, dass die nicht mehr haltbar ist und die Flussmittel, die da drin sind, schon verdampft sind. Einfach weil ich nicht so häufig mit dem Zeug löte. Aber schauen wir mal, was er dazu sagt. Vielleicht hat das jetzt ja was gebracht. Schauen wir mal, ob das jetzt besser rauskommt. Das sieht fast so aus, als ob das besser funktioniert. So, immer noch das Gefühl, dass das nicht so sauber funktionieren wird am Ende, aber nicht sauber funktionieren, es muss nur funktionieren. Die nächste Seite machen wir dann andersrum. Machen es erst auf die Pads. So, sieht doch schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze doch mal warm werden. Jetzt muss ich natürlich erst die Temperatur wieder einstellen, super. Aber mit etwas Glück sollte das jetzt schmelzen und dadurch, dass ich das Flachs unten drunter habe und das ja, zum einen unter dem Bauteil sitzt, das heißt also, dass da an Ort und Stelle hält, sodass durch meinen Wind hier das Zeug nicht weggeblasen wird. Zum anderen aber, dadurch, dass ich die Bauteile runtergedrückt habe, das Flachs ist zur Seite raus, sollte also auch an den Pads sein, das heißt also auch da eine relativ gute Verteilung haben. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Heizen wir das Ding mal hoch. Theoretisch hätte man jetzt das Board noch vorheizen müssen. Das geht zum Beispiel, indem man hingeht und ja, zum Beispiel auf einem 3D-Drucker das Ganze liegt. Mit dem 3D-Drucker kann man ja relativ gut mit dem Heizbett da was machen. Aber ich denke mal, bei hier den paar Bauteilen sollte das auch so gehen. Wir sehen schon, das Lötzinn fängt an flüssig zu werden. Und da fließt es. Einen hat es weggetan. Der Rest sieht gut aus. Okay. Fast. Den machen wir dann per Hand. Aber das sieht gut aus. Alle Bauteile da, wo ich sie hinhaben wollte. Kurz warten, bis es kalt genug ist, dass sie nicht mehr von selber sich bewegen. Das sieht gut aus. Dann können wir die auch rumdrehen und können uns um die andere Seite kümmern. Da haben wir ein paar mehr Bauteile. Ich mache jetzt natürlich nur die SMD-Bauteile. Das sollte, denke ich, klar sein. Hier haben wir die ganzen Widerstände, die als Gate-Widerstand dienen, aber auch die Transistoren, die MOSFETs. Dafür brauchen wir natürlich dann erstmal wieder unser Flachs. Und verteilen mal wieder fleißig. So. Das sieht gut aus. Denke ich, habe alle erwischt. Doch hier, theoretisch ist es egal wie rum, aber ich mache es immer so rum, dass es mit der Beschriftung auf dem Board übereinstimmt. Halt, wir wollten ja, Moment, wir wollten ja diesmal den Lötzinn zuerst drauf machen. Dass das, mal gucken, ob das besser funktioniert. Dann sollten wir das eventuell auch tun. So, das war ein bisschen viel. Ja, das sieht aber so aus, als ob das funktionieren könnte. Das ist zwar jetzt nicht ganz ideal, weil ich unten drunter auch habe. Normalerweise macht man nur die Pads. Aber ich denke, das zieht sich schon zurecht. Dadurch, dass ich nur eine ganz dünne Schicht mache. Bei den Transistoren muss ich mal gucken. Dadurch, dass die teilweise auf Ground liegen, kann das natürlich sein, Ground Pads haben mehr Kupfer dahinter. Das geht ja auf diese große Kupferfläche. Da kann es dazu führen, dass das Kupfer mir die Hitze wegzieht und dieses eine Pad dann nicht sauber gelötet wird, aber wird schon schief gehen. Normalerweise holt man für sowas Stencils, aber ja, Stencils sind halt, sie kosten auch wieder Geld, vor allen Dingen bei hier solchen Prototypen, wo ich schon absehen kann, okay, das ist jetzt irgendwie der erste Prototyp, den ich mache, da wird wahrscheinlich was schief gehen, davon werde ich nicht ganz so viele herstellen, da bestelle ich mir die ja üblicherweise nicht mit. Ich meine, inzwischen geht's. Ich glaube, die kosten irgendwie bei dem, wo ich jetzt geholt habe, 6 Euro oder sowas. Das ist dann nicht ganz so tragisch, aber nee. So, fehlen noch die Transistoren. Die haben wir hier.
Das sind die SI2302. Sollte für so die kleinen LED-Streifen reichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch davon, denke ich. Die sind relativ eindeutig. Die haben halt eine Seite mit 2 Pins, eine Seite mit einem. Entsprechend passen die nur über eine Richtung auf das Pad drauf. Na, dann schauen wir mal, ob das jetzt auch genauso gut funktioniert. Ist jetzt natürlich eine größere Fläche, aber auch das sollte machbar sein. Jetzt warten, bis das die Temperatur erreicht ist. Okay. Und auch die kreisende Bewegungen und so. Das Board muss erstmal warm werden. Oh, da fliegt einer. Wow. Ich drehe mal den Luftstrom etwas runter. Yep, da ziehen sie sich. Man sieht, die bewegen sich in die richtige Richtung. Das sieht gelötet aus. Kurze Sichtkontrolle. Ja, das sieht eigentlich so aus, ob das in Ordnung ist. Wir haben einen Pin, der sieht ein bisschen dünn aus. Bei Q2 hier, der ist etwas dünn. Der Rest sieht so aus, als ob alles gelötet ist. Gleich natürlich nochmal nachmessen, gerade bei den Widerständen hier. Nicht, dass da noch Lötzinn unten drunter ist. Normalerweise sollte das durch die Lötstoppmaske, das ist das, was hier so grün überall aussieht, nicht unten drunter bleiben können. Aber kann immer mal passieren. Habe ich irgendwas am Multimeter hier? Natürlich nur das Unpassendste, wo gibt. Aber hey, unpassende Dinge benutzen kann ich ja gut. Also holen wir mal hier diesen Duspol-Nachbau mit den viel zu dicken Spitzen. Oh, okay, ich glaube, der meint einfach 2,2K wäre Durchgang. Weil dass das bei allen ein Problem sein soll, wage ich zu bezweifeln. Ja. Okay, ich suche mal ein vernünftiges Multimeter. So, versuchen wir das nochmal. Das dürfte sinnvollere Werte ergeben. Und misst noch 2,2 Kiloohm. Das sieht also gut aus. Da sind keine Kurzschlüsse. Hat also alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, normalerweise sollte der Lötstopplack das hinbekommen. Und gerade bei hier solchen professionell gefertigten Platinen oder professioneller, da ist das eigentlich relativ selten ein Problem. Und auch der letzte 2,2 Kiloohm. Können wir gerade noch die Rückseite holen, den angucken, aber das sollte eigentlich gehen. 10K. Ne? Kein Kontakt. Kein Kontakt kann natürlich auch immer sein, dass da noch ein bisschen Flachs auf dem Lötzinn sitzt, dass man mal reinstechen muss. Das muss nicht zwingend heißen, dass die Lötstelle keinen Kontakt hat. Wunderschön. Wir könnten jetzt natürlich auch noch die MOSFETs messen, aber wie gesagt, die sehen eigentlich okay aus. Den einen, lasst mal schauen. Nee, ich denke, der ist auch gelötet. Das sollte eigentlich alles passen. Ist ohnehin nur das Gate, also da geht nicht viel Strom drüber. Okay. Fehlen noch die ganzen Bauteile, die durchgesteckt werden. Da habe ich mir schon mal ein bisschen was zusammengebaut. Wie heißt so schön? Ich habe da mal was vorbereitet. Okay, die können wir schon mal da reinmachen. Vorzugsweise mit den Schraublöchern nach außen natürlich. Dann gleich mal den Lötkolben gesucht und dann machen wir die schon mal fest. Dann fehlen gleich nur noch die inneren Teile. Was die Stecker angeht, da habe ich so ein bisschen Probleme. Ich will ja für die Arduinos zumindest diese langen hier benutzen, sodass man die stacken kann. Also wenn man hier das Board hat, dann kann man die nächsten oben reinstecken oder man kann auch unten drunter ein Board weiter dran stecken. Problem ist, die habe ich nur hier in diesen 6er Varianten. Das, wenn ich die direkt nebeneinander lege, wo haben wir noch die Originalen? Da. Dann, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist, aber dieser Abstand hier, der ist ein bisschen größer als die anderen. Deswegen bin ich hingegangen, habe die ein bisschen abgefeilt, dass das halbwegs passt und ja, wird schon. Für den anderen, den ISP, da hat mir ja gesagt, wir holen nur diese Seite hier. Da habe ich dann hier sowas, die sind nicht stackbar, aber sollte alles abdecken, hoffe ich jedenfalls. Und ja, die müssen dann jetzt hier rein.
Und ich nutze hier die Reststücke von dem anderen einfach, um das Ganze auf die richtige Höhe zu drücken, sodass die da so stehen, dass ich am Schluss da auch was einstecken kann. Soweit zumindest die Theorie. Ja, soweit so gut. Das sollte so eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Hier haben wir noch ein Pro Mini rumliegen. Wie rum war denn das? Das war so rum, glaube ich, der drauf gehört. Das würde dann ja schon mal passen. Und von unten, da haben wir ja auch die Pins. Da können wir dann zum Beispiel hier den Kamm draufstecken. Der ist nicht ganz so schön, dadurch, dass die Pins relativ lang sind. Können die sich auch recht stark hin und her biegen. Das heißt, da muss man schon mal ein bisschen Gewalt anwenden, bis das da reinpasst. Aber am Ende sollte das auch gehen. Wobei ich sagen muss, dass hier der Kanadapter halt auch nicht gerade gelötet ist. Aber gut, so wäre dann zum Beispiel so ein Huckepack-Ding, was man da benutzen kann. Ich glaube, ich habe noch irgendwo dann auch noch hier Module für da drauf, für seriell und solche Späße. Aber ich denke, man kann sehen, worauf das hier hinausläuft. Und ja, jetzt muss es nur noch funktionieren. Ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwo einen ESP rumfliegen habe. Das dürfte einfacher zu testen sein. Und dann klemmen wir einfach mal was an, gucken aber, was tut. So, und da haben wir noch so einen Node-MCU-Klon. Und was haben wir gesagt? Wir stecken diese Seite hier ein, da wo die D0 ist. Der zweite Header, der geht hier kurz neben das Ding vom Arduino. Das sollte eigentlich so passen. Macht irgendwo Kurzschlüsse. Okay, sitzen tut er schon mal. Schauen wir erstmal, wenn wir einstecken, dass kein Qualm rauskommt. Das sieht gut aus. Blinken tut er schon mal. Ich glaube, die Lampe ist aber leider an D0. D0 ist ein Eingang bei mir. Das heißt, für den Ausgang brauche ich ja ohnehin noch was anderes. Machen wir mal kurz ein bisschen Software dafür. Ja, und in dem ganzen Rauschen hier kann man eventuell noch erkennen, das Ding ist jetzt angeschlossen. Ich mache mal gleich noch ein paar Fotos, dass man es besser sieht. Und ich habe auch schon eine Demo-Software drauf mit ein bisschen MQTT. Und wenn das funktioniert, dann sollten wir jetzt, Licht einschalten können. Und natürlich auch den anderen Streifen daneben. Hier sind noch jede Menge weitere Streifen. Auch die können wir natürlich anschalten. Auch wenn man wahrscheinlich davon nicht allzu viel sieht. Aber ja, 6 Streifen würde ich sagen. Natürlich können wir es auch wieder ausmachen. Dann sehen wir gar nichts mehr. So. Theoretisch geht es auch PWM zu machen. Wenn ich jetzt hier runter gehe, dann sieht man, dass er entsprechend auch dunkler kann. Das ist mit einem kleinen Stern zu genießen, dieses PWM. Der Controller stürzt da schon mal ab. Ich gehe mal davon aus, dass einfach die Stromzufuhr da ein bisschen zu viel Impedanz hat. Das heißt also, ja, PWM heißt ja die ganze Zeit LED an, aus. Das kann dazu führen, wenn die Leitung da nicht schnell genug reagiert, sage ich mal, dass die Spannung absackt. Und ja, wenn die Spannung absackt, Controller hat nicht genug Strom. Wenn es am ungünstigen Moment kommt, der gerade viel Strom braucht, zum Beispiel für WLAN, dann kann das schon mal dazu führen, dass das Ding dann abstürzt und neu startet. Aber ich glaube, das kriegen wir dann im Zweifelsfall mit einem Filter oder sowas noch in den Griff. Bisschen Kondensator drauf. Dann sollte auch das funktionieren. Und ja, ich würde mal sagen, das Board hier, das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn auch nicht ganz so, wie ursprünglich geplant in dem Fall hier. Wenn ihr sowas auch irgendwie brauchen könnt, die Links sind unten in der Beschreibung. Zum einen sind die Gerber-Dateien von hier dem dabei. Und ich glaube, die Keycard und Gerber von der neuen Revision, die habe ich zwar noch nicht getestet, aber die sollte besser funktionieren. Zumindest soweit die Theorie. Wenn ihr also da Interesse habt, könnt ihr euch die selber da zusammenbasteln. Kann schon mal ganz praktisch sein, wenn man irgendwo mit I.O. machen will. Gut. Ich würde sagen, Feierabend für heute, Licht aus und ja, sich daran erfreuen, dass der tut, was er soll.